diesem Video wird es primär um den Chi-Quadrat-Test gehen, als eines der essentiellen Testmethoden, die man in der Archäologie verwenden kann oder häufig verwendet wird, da sie geeignet ist, um mit nominalen Daten zu arbeiten. Aber ich werde die Gelegenheit nutzen, um nochmal ein bisschen über Datenumformung zu reden und darzustellen, wie man einerseits von einer tabellierten Darstellung wieder auf individuelle Fälle zurückkommen kann und wie wir aus individuellen Fällen eine tabellierte Darstellung machen können. Dafür gibt es ja im Grunde genommen schon ein eigenes Video. Um damit anzufangen, lege ich mir mal zwei Testdatensätze an, mit denen wir dann auch den Chi-Quadrat-Test durchspielen wollen. Das eine sind Siedlungen, die auf verschiedenen Bodengüten gefunden worden sind. 26 für die eine Bodenklasse, 9 für die zweite und 18 für die dritte. Und die benenne ich nach den Bodenklassen Siedlung, machen wir ruhig den Plural, Siedlungen. Das sollen sein Rendzina, alluviale Böden und Braunerdeböden. Das übergebe ich an R und damit haben wir den ersten Datensatz hier schon angelegt mit den Siedlungen. Das zweite, der zweite Datensatz, machen wir das hier ruhig mal rein, Siedlungen, um das wieder auszugeben. Der zweite Datensatz, in dem sind Bernsteinfunde aufgeführt, Fundstellen aufgeführt, die sich in die Kategorie Gräber und Siedlungen einteilen. Und da wird nochmal unterschieden, ob wir bernsteinführende oder bernsteinlose Fundstellen vorliegen haben. Steinfunde soll eine Matrix sein. Und wir sehen hier schon einen gewissen Unterschied. Hier haben wir einfach nur einen benannten Vektor angelegt. Das ist im Grunde genommen eine eindimensionale Geschichte, während wir bei der Matrix ja eine zweidimensionale Datensatz haben. 132, 18 und 44 soll das Ganze sein. Und beim Matrixanlegen gibt man ja zuerst einen Vektor an in R und teilt das dann zum Beispiel auf zwei Spalten auf, sodass das Ergebnis hier entsprechend die Matrix ist. Und die Reihenfolge ist ja immer erst die Zeilen, dann die Spalten. Also geht R den Vektor erst einmal zeilenweise durch, 632, und dann wird in die nächste Spalte gesprungen, 18 und 44. Gut, das Ganze soll auch bitteschön in R übergeben werden. Und dann brauchen wir noch Spaltennamen für unseren Vektor, für unsere Matrix, unseren Datensatz. Die Spaltennamen sollen sein mit Bernstein und ohne Bernstein. Und so etwas Ähnliches machen wir nochmal für die Zeilennamen, damit wir auch genau wissen, wo die Daten, mit welchen Daten wir jeweils arbeiten. Zeilennamen sind Siedlung und Grab. Gut, damit haben wir unseren zweiten Testdatensatz angelegt, wo wir eben jetzt diese tabellierte Form haben mit Bernstein, ohne Bernstein, Siedlung und Grab. Wie gesagt, als kleiner Exkurs, wie komme ich eigentlich von einer Tabelle, von so einer summierten, aggregierten Darstellung oder so mit einer Anzahltabelle, Frequenztabelle, wieder zurück zu meinen individuellen Fällen. Dazu brauchen wir eine externe Bibliothek in R. Wie man Bibliothek installiert, habe ich ja im ersten Video schon erläutert. Ich habe das hier schon mal gemacht und lade sie jetzt einfach rein. Die Tabelle, das Paket Reshape, mit dem Daten auf unterschiedliche Art und Weise umgeformt werden können. Wir fangen mal mit unseren Bernsteinfunden an, die
wiederum in eine Falldarstellung gebracht werden sollen. Also es soll 6-mal der Fall erzeugt werden mit Bernstein-Siedlung, 132-mal der Fall mit Bernstein-Grab und so weiter, um gegebenenfalls mit den Daten auf andere Art und Weise dann zu arbeiten. Als erstes formen wir einfach mal diese Tabelle hier um, indem wir für jede der Kombinationen eine eigene Zeile anlegen und diese Zeile mit den entsprechenden Anzahlen belegen. Ich nenne das mal Bernsteinfunde Counts. Der Befehl dazu ist noch im Standard R drin, s data frame table von Bernsteinfunde. Wenn wir diesen Bereich ausführen, bekommen wir eben das gewünschte Ergebnis. Wir haben in der ersten Variable Grab oder Siedlung stehen, in der zweiten Variable mit Bernstein oder ohne Bernstein und eine dritte Spalte, in der uns die Anzahlen jeweils dargestellt werden. Und diese erzeugte Variable können wir nutzen, um unsere Fälle daraus wieder generieren zu können. Der Befehl dazu ist eben aus der Bibliothek Reshape entnommen und heißt untable. Untable, wenn ich mir die Hilfe dafür aufrufe, sehe ich, dass es erstens der Befehl untable ist aus der Paket Reshape. Untables a dataset, das ist das, was wir wollen als Beschreibung. Das ist ein bisschen mager hier. Die Umkehrung des Befehls table. Das heißt, wenn wir das durchgeführt haben und dann wieder table durchführen auf unseren Datensatz, dann sollten wir zu unserer ursprünglichen Tabelle zurückkommen. In der Benutzung wird angegeben, dass wir als erstes Argument eine Matrix oder einen Datenrahmen hineingeben sollen, der untabelliert werden soll, also die einzelnen Ausprägungen, und als zweites ein Vektor eben der Anzahlen der entsprechenden Ausprägungen. Gut, zurück zu unserem Fall hier. Die Anzahl steckt in unseren Counts ja. Ups. So, erst übergeben, dann anschauen. Die Anzahl steckt in unseren Counts hier ja in der dritten Spalte, während die Ausprägung der Fälle in unseren ersten beiden Spalten stecken. Also übergeben wir als ersten Parameter hier Bernstein Counts Spalte 1 bis 2 für den Datenrahmen, den wir entsprechend aufsplitten wollen, und als Anzahl die dritte Spalte ausgeführt, angeschaut. Und jetzt haben wir hier unsere Fälle jeweils aufgetragen mit einer Identifikationsvariable vorweg. Und wenn ich weiter hochgehe, so wird sichtbar, dass wir in der ersten Variable eben Siedlung und Grab stehen haben, in der zweiten Variable mit Bernstein oder ohne Bernstein und dann entsprechend so häufig, wie diese Anzahlvariable hier angegeben war, die entsprechenden Ausprägungen. Wie gesagt, es ist die Umkehrung des Befehls table. Also wenn ich jetzt das hier wieder tabelliere mit table, dann ist unser Ergebnis vergleichbar mit dem, was wir ursprünglich reingegeben haben. Also wir haben hier dann entsprechend die Umkehrung gemacht. Meistens ist eher der Fall gefragt, dass man etwas tabelliert, weil man eine Urliste hineinbekommt in R, zum Beispiel aus einer Datenbank. Aber es kann auch mal sein, dass wir den umgekehrten Fall brauchen, dass wir aus einer solchen fertigen Tabelle die einzelnen Fälle reproduzieren müssen. Bei unseren Siedlungen können wir im Grunde genommen das Gleiche machen. Also Siedlungen counts as data frame table von Siedlungen. Das ausgeführt ergibt uns etwas Ähnliches. Wir haben jetzt hier allerdings nur eine Variable mit den Ausprägungen und eine Spalte, wo die Ausprägungen drin sind. Es ist ja nur eindimensional. Und hier hinten die Anzahlen als zweite Spalte.
Und wenn wir jetzt unsere zweite Umwandlung starten mit Siedlungen, Cases soll sein Untable von Siedlungen. Erste Spalte als Datenbereich und Siedlungen. Zweite Spalte als als Zielbereich bekommen wir einen Fehler, als angegeben wird hier in der ersten Eingabevariable hätten wir die falsche Anzahl von Dimensionen. Zurückgeschaut auf die Hilfeseite sehen wir ja, dass hier eine Matrix oder ein Datenrahmen erwartet wird. Was wir momentan hineinstecken, ist eine eindimensionale Liste, Reihung. Genau. Demzufolge, also es ist ja nur ein Vektor, demzufolge muss ich natürlich auch die richtige Variable einerseits eingeben. So, wir bekommen nach wie vor einen Fehler, nämlich diesmal den richtigen Fehler. Was daran liegt, dass wir hier nur einen Vektor hineinschieben und den müssen wir vorher als Daten in einen Datenrahmen oder in eine Matrix umwandeln bzw. explizit sagen, dass der als solcher verwandt werden soll. So, jetzt haben wir hier sDataFrame. Damit wird der Vektor explizit als Datenrahmen verwandt. Wenn ich das hier ausführe, bekomme ich eben das, den Vektor als Datenrahmen zurück. Wenn ich das insgesamt ausführe, gibt es keine Fehlermeldung mehr und das Ergebnis sieht so aus, wie wir es wollten, dass wir eben hier entsprechend die Fälle aufgeführt haben nach ihrer Häufigkeit. Und wenn ich das jetzt wieder tabelliere, komme ich im Grunde genommen zu meinem Ursprungsdatensatz wieder zurück. Gut, das als kleiner Exkurs, wie man diese Daten hin und her transformieren kann. Was gegebenenfalls wichtig ist, kommen wir jetzt zum eigentlichen Kern des Ganzen, zum Chi-Quadrat-Test. Der Chi-Quadrat-Test ist eben ein Test, der mit nominalen Daten arbeiten kann. Mögliche Fragestellungen sind einerseits, und deswegen habe ich auch diesen Datensatz hier importiert, befinden sich Siedlungen eher auf besonders guten Böden oder ist die Verteilung zufällig? Also schauen wir einen Vektor an und schauen uns an, ob wir eine eher gleichmäßige Verteilung haben oder eine eher zufällige Verteilung. Oder haben wir zum Beispiel zwei Variablen gegeneinander, Alter und Vorhandensein oder nicht vorhandensein von Schulleistenkeilen, und können wir daraus eine nicht zufällige Verteilung herauslesen? Oder zum Beispiel bei unserem Beispiel hier, die Bernsteinfunde, gibt es eine nicht zufällige Verteilung zwischen Bernsteinfunden in Gräbern und Siedlungen. Gut, im Chi-Quadrat brauchen wir mindestens eine nominal skalierte Variable bei einer Stichprobe. Das wären zum Beispiel bei unseren Siedlungen die einzelnen Bodentypen. Und wenn wir zwei Stichproben miteinander vergleichen wollen, also zum Beispiel die Siedlungen mit oder ohne Bernsteinfunde und die Gräber mit oder ohne Bernsteinfunde, so brauchen wir eine zweite Variable, eine nominal skalierte Gruppierungsvariable, also zum Beispiel Siedlung oder Grab als Klassifikation. Insgesamt wird bei einer Stichprobe werden die beobachteten Werte mit zu erwartenden Werten verglichen. Bei einer spezifischen Verteilung, zum Beispiel bei einer gleichmäßigen Verteilung. Wenn die beobachteten Werte zu weit von den erwarteten Werten abweichen, dann gilt der Test als signifikant und wir haben eine ungleichmäßige, eine nicht der erwarteten Verteilung entsprechende Verteilung. Hier gilt allgemein beim Chi-Quadrat-Test kein Erwartungswert. Was das genau ist, sehen wir gleich noch. Sollte unter 5 liegen und insgesamt sollten wir mindestens 50 Fälle betrachten. Wenn das nicht gegeben ist, dann sollten wir für den Fischers-Exakt-Test ausweichen, den ich in der nächsten Episode vorstellen werde.
Bei zwei Stichproben ist das Vorgehen im Grunde genommen äquivalent. Und die Prüfgröße, und deswegen heißt das ganze Chi-Quadrat-Test, ist das Chi-Quadrat, den wir berechnen. Wobei die Prüfgröße, die wir errechnen, wieder abgeglichen wird oder verglichen wird mit Grenzwerten und deren Höhe und damit die Signifikanz eines Tests hängt ab von der Zahl der Freiheitsgrade. Freiheitsgrade, machen wir auch mal einen kleinen Exkurs dazu, was sind denn die Freiheitsgrade? Das ist die Anzahl, in diesem Fall, der frei wählbaren Elemente bei gegebenen Randsummen. Wenn wir eine solche Tabelle hier betrachten, wir haben die Eigenschaften Brandbestattung oder Körperbestattung, wir haben die Eigenschaften männlich oder weiblich und wir haben die Randsummen. Das heißt, wir wissen insgesamt, wie viel Brandbestattung vorhanden sind, wie viel Körperbestattung und wie viel männlich, wie viel weiblich vorhanden sind in total. Wir wissen auch insgesamt, wie viele Fälle wir insgesamt betrachten. Die Frage ist jetzt, wie viele von diesen Kästchen kann ich belegen, bevor sich die restlichen ausrechnen lassen. Also wie frei bin ich darin, hier zufällig Werte zu verteilen, bevor alle anderen Werte damit festgelegt sind. In unserem Fall hier kann ich einen Wert hier hineinschreiben, kann ich mir frei aussuchen und damit kann ich alle anderen Werte ausrechnen. Also ich habe hier festgelegt, dass 123 brandbestattete Personen, Individuen männlich waren. Damit kann ich ausrechnen, wie viel Brandbestattete weiblich waren, weil ich insgesamt weiß, wie viele Brandbestattungen vorhanden sind. Das gleiche gilt für das Verhältnis der Brandbestattung zu Körperbestattung im männlichen Bereich. Wenn ich hier 123 habe und weiß, wie viele insgesamt männlich waren, kann ich diesen Wert eben auch berechnen und damit kann ich die gesamte Tabelle ausrechnen, wenn ich nur einen einzigen Wert hier festlege. Das heißt, wir haben einen Freiheitsgrad von 1. Wenn ein Wert gewählt wird, ergeben sich alle anderen aus den Randsummen. Der Freiheitsgrad berechnet sich ganz allgemein aus der Zahl der Spalten minus 1 mal der Zahl der Zeilen minus 1. Damit hat man sozusagen die Rechenregel und muss das nicht jedes Mal prüfen. Wenn wir eine breitere Tabelle haben, wo wir noch eine weitere Kategorie hier unsicher haben, dann können wir einen Wert festlegen. Damit könnten wir zwar ausrechnen, wie viel weibliche Körperbestattungen es gibt, aber wir wissen noch nicht, wie sich die Brandbestattungen zwischen männlich und unsicher aufteilen. Wenn wir einen weiteren Wert festlegen, dann können wir das ausrechnen. Das hier haben wir bereits ausgerechnet. Dann können wir auch jede einzelne Spalte insgesamt ausrechnen und wissen insgesamt, wie die Tabelle belegt ist. Das heißt, wir haben hier einen Freiheitsgrad von 2. Wenn 2 Werte gewählt sind, ergeben sich alle anderen aus den Randsummen. Wiederum ausgerechnet, wir haben 3 Spalten, 3 minus 1 ist 2, wir haben 2 Zeilen, 2 minus 1 ist 1, 2 mal 1 ist 2, Freiheitsgrad von 2. Tun wir noch eine weitere Spalte hinzu, dann müssen wir 4 Werte festlegen, bevor wir alle anderen Werte ausrechnen können. Hier ist der Freiheitsgrad eben 4, beziehungsweise 3 minus 1 mal 2 minus 1 ergibt eben die 4. Das sind die Freiheitsgrade, die wir brauchen, um nachher festzulegen, wie das Ergebnis oder welchen Schwellenwert wir überschreiten müssen. Das tut er für uns nachher in der Berechnung automatisch, aber sollte man es von Hand machen wollen, so braucht man diesen Wert, muss man ihn vorher bestimmen. Zu unserem Beispiel, wir haben eine Anzahl von neolithischen Siedlungen nach Bodentyp im östlichen Frankreich, das Beispiel ist aus dem Shannon entnommen, den Datensatz, den ich vorhin gerade angelegt habe. Die Frage ist insgesamt, gibt es eine signifikante Bevorzugung für einen bestimmten Bodentyp? Wir sehen zwar, dass Rendzinerböden natürlich häufiger sind, aber ist das auch signifikant oder hätte das auch mit weniger als 5% Wahrscheinlichkeit zufällig entstehen können? Wir können zwei Varianten dabei auswählen. Entweder betrachten wir die reine gleichmäßige Verteilung als unseren Erwartungswert oder wir berücksichtigen, dass die einzelnen Bodentypen ja in der Fläche auch nicht unbedingt gleich verteilt sind, sondern dass es da gewisse Anteile gibt. Und auch diesen Fall kann man im Chi-Quadrat-Test abbilden. Wir fangen mal mit der gleichmäßigen Verteilung an. Wir haben unsere Anzahl von Siedlungen jeweils und wir haben unsere Gesamtanzahl. Bei einer gleichmäßigen Verteilung
auf die einzelnen Bodentypen müsste ja ein Drittel jeweils auf diesem Bodentyp liegen. Und demzufolge können wir unseren Erwartungswert berechnen. Unser Erwartungswert wäre, ein Drittel der Siedlungen liegen auf dem entsprechenden Bodentyp, also 53 durch 3. Und das gilt dann für alle Bodentypen. Jeweils der Erwartungswert, den, wie wir bei einer gleichmäßigen Verteilung erwarten würden, ist 17,6 Periode. Unsere Nullhypothese ist, die Siedlungen sind gleichmäßig über alle Bodentypen verteilt. Die Alternativhypothese, die uns interessiert, ist, die Siedlungen sind nicht gleichmäßig über alle Bodentypen verteilt. Der Chi-Quadrat-Pferd selber berechnet sich jetzt, und das gilt auch für alle weiteren Varianten vom Chi-Quadrat-Test, aus der Berechnung des beobachteten Wertes minus des erwarteten Wertes. Das Ganze wird zum Quadrat genommen und das Ganze wird nochmal durch den erwarteten Wert geteilt, um es auf die Erwartung zu normieren. Das aufsummiert für alle Fälle ergibt den Chi-Quadrat-Wert für die gesamte Tabelle, und damit gehen wir dann gegebenenfalls in die Tabelle mit den Schwellenwerten und schauen nach, ob wir ein signifikantes Ergebnis haben, ja oder nein. Also in unserem Fall, die beobachteten Werte sind die Anzahl von Siedlungen, die wir tatsächlich gesehen haben. Die erwarteten Werte haben wir gerade ausgerechnet. Wir ziehen von den beobachteten Werten die erwarteten Werte ab. Landen wir auf positiven oder negativen Zahlen. Unsere Braunerde-Werte sind relativ dicht an unseren Erwartungswerten, deswegen kommt hier ein relativ kleiner Wert heraus. Das Quadrieren passiert nicht zuletzt deshalb, um das Vorzeichen loszuwerden, denn wir haben hier bei den alluvialen Böden weniger, als wir erwarten würden. Wir haben bei den Renziner-Böden mehr, als wir erwarten würden. Trotzdem weichen beide von unserer Erwartung ab. Um jetzt das hier, das Vorzeichen, loszuwerden, quadrieren wir das Ganze. Und am Ende, wie gesagt, durch den Erwartungswert nochmal geteilt. Und wir landen hier bei Chi-Quadrat-Werten für die einzelnen Zeilen. Und insgesamt bei einem Chi-Quadrat-Wert für die gesamte Verteilung hier. Wir können nachschlagen, damit in Tabellen, wie zum Beispiel im Shannon auch abgebildet sind. Wir müssen hier berücksichtigen, dass wir intern zwei Spalten haben. Also wir haben einmal die beobachteten Werte und die erwarteten Werte als zwei Spalten. Wir haben drei Kategorien, damit kommen wir auf einen Freiheitsgrad von 2, und mit einem gewünschten Signifikanzniveau von 0,05 können wir in der Tabelle nachschlagen, Freiheitsgrad 2, 0,05, und erhalten einen Grenzwert von 5,99. Unser errechneter Chi-Quadratwert ist größer als der Grenzwert. Wir haben also einen signifikanten Unterschied gefunden. Das Ganze weicht von einer gleichmäßigen Verteilung ab. Gut, unser zweiter Fall, dass wir bestimmte Anteile von Bodenarten haben. Auch hier ergibt sich entsprechend die Berechnung der erwarteten Werte nicht dadurch, dass wir einfach alles durch 3 teilen, die Gesamtzahl, sondern wir nehmen unsere Gesamtzahl hier und verrechnen sie mit den Anteilen und kommen auf die Art und Weise auf unsere erwarteten Anzahlen von Siedlungen. Das gleiche wieder dann mit Chi-Quadrat berechnet, und wir kommen hier auf 7,18 als Gesamt-Chi-Quadrat-Wert. Auch das ist immer noch größer als unser Grenzwert, also nach wie vor sind wir bei einer statistisch signifikanten Unterschied. Die Bodentypen, die Siedlungsverteilung weicht von der Anteil der Bodentypen an der Gesamtfläche ab. Wir müssen also annehmen, dass Renzinerböden besonders bevorzugt besiedelt worden sind. Gut, wir machen das in R mal direkt. Wir haben unsere Siedlungen ja schon vorliegen. Die haben wir als erstes mal hineingeholt. Siedlungen, Plural. Die haben wir hier oben ja angelegt und ein bisschen hin und her verformt. Der Chi-Quadrat-Test arbeitet direkt mit dieser Tabelle, auch in R. Und der Befehl ist chi-square.test. Wir könnten jetzt das Ergebnis des Hin- und Herformens nehmen oder unsere Originaltabelle ausführen. Und das Ergebnis ist hier direkt angezeigt. Wir vergleichen das mal mit unserem selbst ausgerechneten Ergebnis.
für die gleichmäßige Verteilung, das ist ja der Fall, den wir erstmal hier prüfen, Chi-Quadrat-Test auf den Siedlungen. Wir bekommen einen Chi-Quadrat-Wert von 8,18, das haben wir auch ausgerechnet. Wir bekommen einen Freiheitsgrad von 2, den haben wir auch bestimmt. Und wir bekommen ein Signifikanzniveau, in diesem Fall direkt ausgerechnet, von 0,016. Auch das passt zu unserem Ergebnis, dass wir einen signifikanten Unterschied feststellen können. Für Fall 2, wenn wir entsprechende Anteile angegeben haben, geben wir diese Anteile als zweiten Vektor in den Test mit rein. Oder um das nochmal in der Hilfeseite aufzurufen, der Chi-Quadrat-Test erwartet einen x-Wert, den numerischen Vektor, von Daten für den einen Stichprobenfall, den haben wir hier vorliegen. Für den zwei Stichprobenfall gibt man einen zweiten Wert mit hinein, einen zweiten Vektor, den man damit vergleicht, dazu kommen wir gleich. Und dann kann man mit p noch einen Vektor von Wahrscheinlichkeiten derselben Länge wie x angeben für den einen Stichprobenfall. Also wie wahrscheinlich ist das Auftreten oder wie errechnen sich unsere Erwartungswerte, wenn es nicht um eine Gleichverteilung geht. Das ist der Fall, wenn wir unsere Siedlungen mit den entsprechenden Anteilen an der Gesamtfläche betrachten wollen. Da hatten wir hier p, den Wert setzen wir explizit. P soll sein ein Vektor, der aus 0.32, 32%, 0.25, 25%, 0.43, 43% besteht, aufgerufen. Das Ergebnis ist hier auch 7,18, so wie wir es ausgerechnet haben, nach wie vor Freiheitsgrad 2. Der Signifikanzwert ist etwas höher. Auch hier sehen wir den Unterschied zum Grenzwert etwas kleiner. In R kriegen wir eben direkt die Signifikanz ausgerechnet, was ganz angenehm ist. Und auch damit können wir nachweisen, dass es einen signifikanten Unterschied gibt. Gut, jetzt zu unserem Zwei-Stichproben-Fall. Wir haben also wiederum unsere Bernstein-Zusiedlung- und Grab-Tabelle vorliegen, wie wir sie gerade eingeladen haben. Wir wollen wissen, ob Bernstein primär als Grabbeigabe anzusehen ist, ob diese große Zahl, die hier bei Gräbern auftaucht, statistisch signifikant sich halten lässt. Wir haben einen Freiheitsgrad von 1, denn wir haben zwei Zeilen und zwei Spalten und wir wollen wie immer ein Signifikanzniveau von 0,05 erreichen, also 95% Sicherheit, dass das Ergebnis nicht zufällig ist. Die Erwartungswerte berechnen sich in diesem Fall, indem wir die Randsummen multiplizieren, das Ganze durch die Gesamtzahl teilen. In der Annahme, dass bei gegebenen Fällen hier, bei den gegebenen Randsummen, wenn es gleichmäßig verteilt wäre, dann müssten zum Beispiel die Anzahl von Bernsteinobjekten in Siedlungen dem entsprechen, wie wir insgesamt Siedlungen haben. Das nehmen wir als Basis sozusagen und schauen uns an, wie insgesamt die Verteilung von Bernsteinobjekten ist. Und dann müsste die Verteilung innerhalb der Siedlungen der Gesamtbernsteinverteilung entsprechen. Daher multiplizieren wir die 24 hier mit der 138 hier und teilen durch die Gesamtanzahl und kommen damit auf einen Erwartungswert von 16,56. Und das gleiche wird für alle Tabellenzellen durchgeführt, sodass wir überall eine Zahl bekommen, die uns aussagt, wenn das Ganze gleichmäßig verteilt ist, entsprechend der Anteile der Siedlungen, der Gesamtanteile innerhalb der Siedlungen zu den Gesamtanteilen von Bernstein vorhanden oder nicht vorhanden, dann würden wir hier 16,56 Bernsteinobjekte, Bernsteinfundstellen erwarten. Wiederum dann mit den Erwartungswerten das Ganze in die Chi-Quadrat-Formel gesteckt und die Summe insgesamt ausgerechnet. Also der beobachtete Wert war 6, unser Erwartungswert ist 16,65. Das Ganze zum Quadrat nochmal durch die 16,556 so rum.
Und wir landen beim Chi-Quadratwert, einem Wert eben für die Abweichung von unserer Beobachter, von der erwarteten Zahl von 6,73, wiederum für alle Zellen durchgeführt und dann das Ergebnis aufsummiert, kommen wir insgesamt auf einen Chi-Quadratwert von 24,68. Wiederum kann man in die Tabelle gehen und schauen bei Freiheitsgrad 1, Signifikanz 0,05, wie groß wäre der Grenzwert. Der Grenzwert liegt bei 3,84. Damit ist der Unterschied sehr, sehr deutlich und auf jeden Fall signifikant, deutlicher, weitaus größer als der Grenzwert. Der Unterschied der Verteilung ist also statistisch signifikant, nicht zufällig, und beide Variablen können als abhängig voneinander betrachtet werden. Abhängig insofern, dass die Fundkategorie Siedlung und Bernstein, das Vorhandensein, Siedlung und Grab, das Vorhandensein von Bernstein beeinflusst. Okay, das Ganze in unserem R-Beispiel auch nochmal durchgespielt. Wir haben wiederum Chi-Quadrat-Test von Bernstein Funden. Bernstein Funde. So. Das Ergebnis berechnet und wir sehen, dass hier Pearsons Chi-Quadrat-Test ausgeführt worden ist, allerdings mit einer Yates-Korrektur. Das Ganze in den Folien hier angezeigt, oder erstmal hier zurück. Der Chi-Quadrat-Wert, der hier ausgerechnet worden ist, unterscheidet sich ja ganz offensichtlich von dem, den wir ausgerechnet haben. Das liegt ja nicht daran, dass ich hier einen Rechenfehler gemacht habe, sondern an besagter Yates-Korrektur, die ein Versuch ist, für kleine Datenmengen das Ganze zu korrigieren, indem wir zusätzlich in die Formel eine minus 0,05 einführen, also beobachtet minus erwartet, davon das absolute gebildet, minus 0,5, und dann wird das Ganze erst verdreht. Das wirkt sich bei kleinen Abständen stark aus, bei kleinen Unterschieden zwischen beobachtet und erwartet, bei großen Unterschieden wirkt es sich schwach aus und macht den Test ein bisschen robuster. Wenn wir das nicht wollen, geben wir es explizit an, denn in R wird ja standardmäßig mit korrigiert. Das wäre dann, wenn wir es nicht haben wollen, correct gleich false ausgeführt und wir kommen im Ergebnis zu den Werten, die wir ausgerechnet haben, 24,68 hier und ein Signifikanzniveau, das noch stärker signifikant ist, was daran liegt, dass die Korrektur entsprechend versucht, robuster zu sein. Das heißt, die Signifikanzschwelle wird angehoben. Das ist eben ein Versuch, also diese Korrektur, die standardmäßig durchgeführt wird, ist ein Versuch, auf kleine Datenmengen zu reagieren und den Chi-Quadrat-Test robuster zu machen. Eine andere Möglichkeit ist eben, bei kleinen Datenmengen auszuweichen auf den Fischers-Test, den wir im nächsten Video sehen werden. Und insgesamt, wie gesagt, dadurch, dass der Chi-Quadrat-Test mit solchen relativ schlichten Datenstrukturen auskommt, wie nominal skalierten Daten, ist er für die Archäologie ein sehr, sehr sinnvolles und nützliches Hilfsmittel und deswegen wird man ihn einerseits auch relativ häufig in Publikationen finden, die versuchen, statistische Tests anzuwenden, und kann und sollte im Umkehrschluss auch ihn häufiger verwenden, wenn man versuchen will, nachzuweisen, dass es eine Beziehung zwischen zwei Variablen gibt, dass zwei Variablen sich gegenseitig bedingen und das von einem rein gefühlten Wert abgrenzen möchte, um eben eine statistische Signifikanz dort auch erzeugen zu können. Also Fischers Exakttest als Variante des Chi-Quadrat-Tests für kleinere Datenmengen kommen im nächsten Video.